Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Moin moin, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily Nummer 36 für den 19. Januar. Fünf Themen habe ich für euch heute am Start. Einmal kauft TomTom ein Berliner Startup. Twitter loopt nun alle Videos unter 6,5 Sekunden. Das ist im Wein-Kontext auch ganz interessant. Microsoft bringt Cortana auf den Android-Lockscreen. Für Drohnen wird es nun Kennzeichnungspflicht und andere Sachen gesetzlich geregelt in Deutschland geben. Und neue Änderungen bei, große Überraschung, Google Plus. Hätte man auch nicht erwartet. Starten wir aber mit TomTom. Der Karten- und Navigationshersteller hat nämlich jetzt das Berliner Startup Autonomous gekauft. Autonomous beschäftigt sich mit selbstfahrenden Autos und Projekten drumherum. Und ja, gut, das macht irgendwo schon logisch Sinn. Kartenhersteller, Navigation, selbstfahrende Autos, da passiert ja generell gerade sehr viel. Da, glaube ich, gefühlt konsolidiert sich so der Markt. Die ganzen Tech-Companies kaufen sich ja Startups ein und bringen damit neue Technologie und intelligente Köpfe in die Firma rein. Ja, dass aber auch so ein Kartenhersteller das jetzt macht, wo ich jetzt eher vermutet hätte, dass vielleicht TomTom sogar ein Übernahmekandidat ist, hätte ich nicht mit gerechnet, aber ja, es bleibt spannend. Kommen wir nun zu Twitter bzw. Vine. Gestern wurde ja Vine eingestellt, da hatte ich ja auch darauf hingewiesen. Die Deadline wurde jetzt nicht so knallhart durchgezogen. Das heißt, ich konnte gestern Nachmittag sogar noch meine Videos runterladen. Da war auf der ganzen Welt schon das Datum überschritten, wo ich erst dachte, vielleicht gehen die von bestkürzesten Zeit in Amerika aus oder sonst was. Aber nee, die haben es einfach locker gesehen. Aber nichtsdestotrotz, Schicht ist Schicht. Und die App ist aus dem App Store raus oder aus den App Stores der Welt raus. Und dafür gibt es nun die Vine Camera App, die dort platziert wurde. Und in diesem Zug hat Twitter nun die Änderung eingeführt, dass Videos, die auf Twitter gepostet werden und die unter 6,5 Sekunden lang sind, dass diese automatisch geloopt werden. Also sie werden immer wieder abgespielt in so einer Endlosschleife. Das, was halt Vine ausgemacht hat. Und das gilt wirklich für alle Videos. Also nicht nur für Videos aus der Vine Camera App oder einfach so hochgeladen auf Twitter, also die man aufgenommen hat, meinetwegen mit dem Smartphone, sondern auch die, die aus anderen Apps kommen. Beispielsweise, wenn ich in Snapchat und Snap speichere und auf Twitter dann hochlade, dann wird auch dieser geloopt, wenn er denn halt unter 6,5 Sekunden lang ist. Das gibt durchaus die Möglichkeit für witzige Effekte, wie halt eben damals auch auf Vine. Und wenn ihr das nutzt und ein witziges Video habt, das sich loopt, dann fügt doch ruhig mal den Twitter-Account vom Geek Talk, also @geektalk_ch hinzu. Und dann werden wir darauf aufmerksam und vielleicht habt ihr ja was Witziges, wo wir auch Spaß dran haben. Wo ja Android vielleicht nicht so viel Spaß dran hat, ist daran, dass Microsoft nun den Sprachassistenten Cortana auf den Lockscreen bringen will bei Android. Also nicht bei Microsoft selber, sondern auf dem Konkurrenzsystem. Da haben sie auch eine Cortana-App. Und in der Beta, das ist ein Beta-Feature, das kann man auch in der App aktivieren, kann nun auf dem Lockscreen so ein Cortana-Symbol, also so ein Kreis, der pulsierende, platziert werden. Den kann man dann halt anwischen und dann ist man aktiv und kann Cortana was sagen, Befehle beteiligen, Fragen stellen, was auch immer. Das ist natürlich direkte Konkurrenz für den Google Assistant und da wird es wirklich spannend, was da so passiert. Das ist eben die Krux der offenen oder mehr oder weniger offenen Plattform wie Android, dass Cortana auf den Lockscreen von einem iOS-Device auftauchen wird, das werden wir wohl nicht erleben. Aber man soll ja niemals nie sagen, aber das wäre schon eine verdammt große Überraschung. Oder eher, dass einem das vorgesetzt wurde von einem Kartellamt, dass man das machen muss. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn, probiert es ruhig mal aus. Ich gucke mir das auf jeden Fall auch an. Spannendes Thema. Spannendes Thema auch, unter anderem auch für mich persönlich, sind Drohnen. Ich habe mir auch im letzten Jahr noch eine geholt für ein paar Videoprojekte und da tut sich jetzt was in Sachen Reglementierung in Deutschland. Das Bundeskabinett hat jetzt am Mittwoch, also gestern, beschlossen, dass es eine Verordnung geben wird, die eine Kennzeichnungspflicht zum Beispiel mitbringt. Dann müssen Drohnen ab einem Gewicht von 250 Gramm praktisch ein Nummernschild tragen, also eigentlich eine Plakette mit Namen und Adresse, aber man kann es halt ähnlich wie mit einem Auto sehen. Genauso muss man beispielsweise ab 2 Kilogramm Gewicht und
man halt außerhalb von ja, geschlossenen Modellflugplätzen und ähnlichem fliegen will, einen Kenntnisnachweis bringen. Das kann eine Pilotenlizenz sein, also praktisch ein Führerschein. Und ja, in der Beschreibung sind halt viele noch Ifs und Könnte. Was das wirklich am Ende genau ist, das muss jetzt wirklich die Zeit bringen. Und schaut euch ruhig mal den Link an, wenn Drohnen für euch ein Thema sind. Der wir in den Shownotes unter deli.geektalk.ch natürlich verlinkt haben. Wie auch die anderen Themen sind dort. Gerade zu den Drohnen halt, kann man sich da ein bisschen noch reinlesen und auch ja, ein kleines Video gucken. Und kommen wir zum letzten Thema, das ist Google Plus, dass ich das auch nochmal hier in einem GeekTalk Daily haben werde, hätte ich auch nicht gedacht, aber naja, totgesagte leben länger. Google möchte Google Plus wohl wirklich nicht sterben lassen und das bedeutet jetzt, es gibt neue Änderungen, es passiert was. Konkret eigentlich drei. Einmal geht es darum, dass man nun Kommentare auch verstecken kann, also Kommentare, die vielleicht jetzt nicht ja, positiv sind oder sinnentfremdet. Die kann nun auch ja, von dem Schreiber eines Artikels halt auch versteckt werden. Dann gibt es noch ein Foto-Update, Foto-Feature. Aber spannender ist eigentlich das dritte Update bei Google Plus. Das ist nämlich, die Events kommen zurück, also Veranstaltungen. Ab 24. Januar kann man die dort auf Google Plus wieder erstellen, Leute einladen und ja, gucken, ob die Leute auch kommen. Also ob das jetzt wirklich das große Turnaround ist, wage ich persönlich zu bezweifeln. Ich glaube, gerade bei Veranstaltungen hat Facebook auch echt eine Macht. Zumindest kommt es mir so in den letzten anderthalb Jahren verstärkt vor. Eigentlich, wenn du eine Veranstaltung hast, musst du sie auf Facebook posten. Da gucken die Leute und da machen die Leute mit. Man kann sie vielleicht danach noch rausholen, aber das ist irgendwie so ein zentraler Dreh- und Angelpunkt geworden. Vielleicht ändert sich das jetzt mit Google Plus. Vielleicht macht es aber auch keinen Unterschied, weil Google Plus wirklich keinen mehr interessiert. Naja, schauen wir mal. Was auf jeden Fall sein wird, ist, dass ich morgen nochmal dabei bin mit meiner letzten Folge für diese Woche. Dann übergebe ich natürlich wieder. Aber einmal müsst ihr noch mit mir klarkommen und ich freue mich auf euch. Hoffentlich hören wir uns morgen wieder und ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Macht was draus. Bis morgen. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.